So, jetzt haben wir alle da. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz 26. Spieltag. Begegnung SV Sandhausen, VfL Bochum. Torlos 0:0. Wir hatten 5.465 Zuschauer im BWT-Stadion am Hartwald. Und ich begrüße die beiden Trainer. Links von mir unser Trainer, der Kenan Kutschak. Und zu meiner Rechten der Gert-Jan Verbeek vom VfL Bochum. Der Gast hat die Möglichkeit, die ersten Worte loszuwerden. Herr Verbeek, wie haben Sie das Spiel gesehen, Ihrer Mannschaft heute bei uns am Hartwald? Ja, es ist ein Spiel gewesen auf Augenhöhe, glaube ich. Ja, wenn man alle Statistiken auch sieht, ist fast ausgeglichen. Wir haben defensiv eine gute Ordnung. Wir haben nicht so viel weggegeben. Das gilt auch für den Gegner. Offensiv haben wir zu wenig klar gemacht. Das hat auch mit dem Form Selbstvertrauen zu tun. Das sieht man. Ein bisschen zu viel Unruhe am Ball. Natürlich geht das auch um den Gegner. Der spielt frühes Pressing, macht das gut. Dann würden wir oft zum langen Ball spielen müssen. Aber da war auch Möglichkeit, um Rausch zu spielen. Das haben wir schon in der zweiten Halbzeit etwas besser gemacht. Dann kann ich auch sagen, dass ich vor allem sehr zufrieden bin über den Debüt von Vitali. Der Dominik hat einen Schlag bekommen am Fuß. Der hat es überragend gut gemacht. Ist nur im Winter gekommen, ja, nur in der Unter-19 gespielt. Schon viel mit uns mittrainiert. Und dann so zu spielen, Ruhe am Ball zu haben, hat mir sehr gefallen. Ja, auch die anderen übrigen Wechsel, die reingekommen sind, so wie Pavlidis, ja, darf auch noch in der Unter-19 spielen, hat es gut getan. Und auch Tom. Ja, dann haben wir auch unsere beste Phase vielleicht gehabt. Wir hatten noch eine Riesenchance, aber das hat der Gegner auch am Ende. Und wenn man so auf Augenhöhe ist, dann muss man eigentlich zufrieden sein mit den Unentschieden. Ich glaube, es ist zu Recht war. Ich glaube nicht, dass hier eine Mannschaft gewinnen sollte. Da war vielleicht die glücklichste gewesen. Ja, wir haben am Ende im Corner noch etwas Panik gesehen beim Verteidiger. Ich weiß nicht, wie die Ball gerollt ist, aber er war nicht im Tor. Also ich kann leben mit Unentschieden. Ich muss auch leben mit Unentschieden, weil das ist das Resultat. Ja, und ich hoffe, dass wir auch im offensiven Bereich wieder etwas besser spielen gehen, die nächsten Spiele. Und das war's. Vielen Dank dafür, Kenan. Kannst du auch mit dem Unentschieden leben? Ja, ich denke, der Gert-Jan hat das Spiel weitestgehend gut analysiert. Erste Halbzeit war ich noch mit unserem Spiel zufrieden, was eigene Spiele anbelangt. Wir hatten gute Szenen, gutes Übergangsspiel, aber Spiel im letzten Drittel, da hat uns einfach auch nochmal die Präzision gefehlt. Und das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich weniger und deutlich schlechter. Und wir haben eine enorme Ballverlustanzahl gehabt. Wir hatten ein schlechtes Positionsspiel, konnten uns dann nicht mehr befreien und auch nicht mehr zwingend durchsetzen. Und wir sind natürlich sehr zufrieden, wenn man auch natürlich unsere Aufstellung nochmal heute sieht. Wenn wir an der vordersten Front mit Moritz Kuhn, der letztes Jahr sehr wenig gespielt hat, und mit Lukas Höhler eine zweite Spitze haben, der noch letztes Jahr in Mainz 05 in der dritten Liga war, muss man es auch so sehen, dass es für die Jungs auch ein Entwicklungsprozess ist. Und dementsprechend bin ich zufrieden und auch natürlich mit dem Punkt einverstanden. Ich denke, das war eine gerechte Punkteteilung und erfreut mich natürlich, dass wir wieder mal seit langem zu Null gespielt haben und wenig eigentlich zugelassen haben. Danke.